Guten Morgen an die geschätzten Medienvertreterinnen und Medienvertreter sowie an all jene, die live auf Facebook und über den YouTube-Kanal des Landes dazugeschaltet sind. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Landhaus 1 zur Vorstellung des Landestourismusentwicklungskonzeptes 2030+. Ich begrüße den Landesrat für Tourismus Arnold Schuler. Herzlich willkommen auch an Harald Bechlaner, Leiter des Center for Advanced Studies von Eurac Research und dem Präsidenten von IDEM Südtirol, Hansi Bichler. Buongiorno a tutti alla conferenza stampa per la presentazione del programma provinciale per lo sviluppo del turismo 2030+. Do il benvenuto all'assessore al turismo Arnold Schuler, ad Anna Scuttari del Center for Advanced Studies di Eurac Research per il suo seguente intervento in lingua italiana e al presidente dell'IDEM Alto Adige, Hansi Bichler. Das Landestourismusentwicklungskonzept 2030+ ist am 28. Dezember von der Landesregierung genehmigt worden. Folglich ist bereits viel darüber gesprochen und geschrieben worden. Es freut uns nun ganz besonders, heute diese wissenschaftliche Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des Tourismus in Südtirol offiziell vorstellen und auch bereits die ersten Maßnahmen zur normativen Umsetzung erläutern zu können. Oggi verrà presentato non solo il programma provinciale per lo sviluppo del turismo 2030+, che è un punto di partenza per lo sviluppo sostenibile del settore, ma anche già le prime misure per la sua attuazione. Wir beginnen mit der Pressekonferenz in deutscher Sprache. Iniziamo quindi con la conferenza stampa in lingua tedesca, per poi proseguire in italiano e lo spazio per le domande dei giornalisti. Das Wort nun an den Landesrat Arnold Schuler. Ja, schönen guten Morgen. Darf Sie alle sehr herzlich zu dieser Pressekonferenz begrüßen. Buongiorno a tutti a questa conferenza stampa. Freut mich sehr, dass so viele hier heute anwesend sind. Zeigt auch, wie wichtig dieser Bereich der Tourismus für dieses Land ist und auch wie großes Interesse auch entsprechend der Medien ist und dann sicher auch der Zuhörerinnen und Zuhörer und der Leserinnen und Leser. Der Tourismus ist und war bei uns mit sehr viel Pioniergeist verbunden und hat wesentlich zu einem Wirtschaftler, zu einem starken wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen, den unser Land jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt hat. Südtirol ist ja bekannterweise in kurzer Zeit, innerhalb ein paar Jahrzehnte, von einer der ärmsten Regionen Italiens zu einer der wohlhabendsten Regionen Europas aufgestiegen. Und dazu hat sicher der Tourismus einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Als einmal im Wirtschaftler sind wir über ca. 10.700 Betriebe, die im Gastgewerbe tätig sind. In erster Linie Familienbetriebe, also durchschnittlich sehr im Verhältnis zu anderen Ländern, anderen Regionen kleine Betriebe. Mit über 40.000 Mitarbeitern, also 36.000 Vollzeitäquivalente. Aber es machen sich immer mehr auch die Schattenseiten bemerkbar. Und deshalb war es eben uns wichtig, dass wir mit Mut und Zuversicht eine zukunftsweisende und schon eine Weiterentwicklung dieses Sektors festlegen und entsprechende Strategien ausarbeiten und festschreiben. Diese Herausforderung haben wir uns gerne gestellt. Es war nicht nur notwendig aufgrund des Gesetzes Raum und Landschaft, die ja diese Arbeit vorsieht, sondern auch, das war uns bewusst, dass wir diese Aufgabe jetzt zu erfüllen haben und erfüllen wollen, auch unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben, weil es für den Tourismus selbst wichtig ist, jetzt neue Weichen zu stellen. Wir haben dann entsprechende Partner auch gefunden, die heute hier vertreten sind mit dem Professor Bechlaner, aber auch mit dem IDM und hier vertreten durch den Präsidenten Hansi Bichler, die die wissenschaftliche Grundlage auch ausgeweitet haben. Eine wissenschaftliche Grundlage, die nicht nur wichtig ist für die Entscheidungen auf Landesebene, sondern dann auch viele Daten den Gemeinden zur Verfügung stellt, die ja in der Folge
ihre Entwicklungskonzepte ausarbeiten müssen. Also in der Phase der Ausarbeitung dieses Konzeptes sind die Kernpunkte dann immer wieder mit den verschiedenen Stakeholdern besprochen worden, ob das jetzt die Vertretung des Tourismussektors ist, die Gemeinden, auch in Bezug auf Bereiche wie Wirtschaft, Soziale, Kultur und der Bildungspolitik, um diese Studie dann auch entsprechend vorzustellen, dies zu diskutieren, aber dann auch um verschiedene Vorschläge dann auch so weit wie möglich zu integrieren. Dieses Landestourismusentwicklungskonzept 2030 plus dient also als wissenschaftliche Grundlage, wie gesagt, für eine nachhaltige und raumverträgliche Tourismusentwicklung Südtirols und wird besonders eben den Gemeinden eine wichtige Hilfe dann auch in einem zweiten Moment sein. Bisher, aber das war schon zu befürchten, hat sich dann auch so bestätigt, dass sich in der Diskussion, auch in der öffentlichen Debatte, aber nicht nur, dann es vor allem um die Betten-Obergrenze gegangen ist, um diesen Betten-Stopp, aber andere Inhalte, die dieses Konzept ja liefert, zu kurz gekommen sind. Weil man hat sich da sehr viele Gedanken gemacht in Bezug auf, wofür wollen wir künftig als Tourismusland stehen, was sind die Inhalte, was sind die Ausrichtungen. Und es ist bisher auch nicht gelungen, auch diese Inhalte, diese grundsätzlichen Ideen des Konzeptes hinüberzubringen, weil, wie gesagt, sich die Diskussion vor allem auf diese Betten-Obergrenze konzentriert hat. Deshalb ist es wichtig, heute auch in dieser Pressekonferenz, dass wir die Möglichkeit haben, und auch Professor Pechlaner und Hansi Pichler werden das dann für ihre Bereiche, für ihren Teil da machen, auch die Inhalte dieses Konzeptes besser darzustellen. Dann wird dann in der Folge, werden wir dann in den nächsten Wochen auch auf Bezirksebene Treffen organisieren, um uns auch der Diskussion den Bürgerinnen und Bürgern zu stellen, nicht nur in dem Fachsektor, sondern eben auch der Bevölkerung, um die Konzepte noch einmal vorzustellen und auch uns der Diskussion zu stellen. Aber jetzt genug der Worte meinerseits, zumindest jetzt im Vorfeld, und gebe das Wort jetzt dem Professor Pechlaner weiter. Bitte. Ja, danke an den Landesrat Schuler. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite im Namen des EURAC-Teams. Wir sind gebeten worden, wissenschaftliche Grundlagen für dieses Projekt Landestourismusentwicklungskonzept 2030 plus zu formulieren. Wir nannten das Projekt Ambition Lebensraum Südtirol auf dem Weg zu einer neuen Tourismuskultur. Die Lebensraumfrage interessiert uns im Speziellen, denn wir glauben, dass in jene Räume, in denen es intensiv Tourismus gibt, wesentlich stärker in Lebensräumen denken, währenddem jene Räume, in denen sozusagen eine große Tourismusentwicklung noch bevorstehen kann, wesentlich stärker in Destinationsgefüge denken. Ambition Lebensraum soll zum Ausdruck bringen, dass man mittel- bis langfristig auch keinen Tourismus gegen den Willen der Bevölkerung entwickeln kann. Das ist der Geist des Landestourismusentwicklungskonzeptes und baut eigentlich auf bestehenden Studien, die auch in der Vergangenheit intensiv in Südtirol diskutiert wurden, auf. Zum einen das Projekt Zukunft Tourismus Südtirol 2030, wo es sehr stark um die Zielsetzungen, um die Vision ging. Zum anderen haben wir seit 3 Jahren eine Beobachtungsstelle für nachhaltigen Tourismus in Südtirol, gemeinsam mit 30 anderen Beobachtungsstellen weltweit. Das hilft uns, Daten zu generieren, um am Ende auch Entscheidungen zu treffen, in diesem Falle die Politik, aber auch vor Ort, um zu wissen, auf welcher Basis man die Entscheidungen trifft. Wir haben ein drittes Projekt noch zur Grundlage gemacht, nämlich die sogenannten 4 Szenarien zur nachhaltigen Entwicklung des Landes Südtirol. Im Projekt Landestourismusentwicklungskonzept gibt es ein sogenanntes Soll-Szenario, auf welches ich gleich noch komme. Sie sehen hier eine Abfolge der einzelnen Schritte des Projektes. Hier sehen Sie den Begriff Tourism Exposure. Ich werde auf diesen Begriff gleich noch zurückkommen. Was wir hier einfach zeigen wollen, ist, dass es zum einen darum geht, nach innen eine Analyse, eine tiefgehende Analyse zu machen,
Vor allem basierend auf Daten, es gab noch nie ein Tourismusentwicklungskonzept in Südtirol, das so intensiv auch bestehende Daten neu ausgewertet hat. Zum Zweiten dann eben diese Außensicht, eine Benchmark-Analyse, eine internationale Analyse und die Ansätze für eine raumverträgliche Tourismusentwicklung. Da gibt es auch andere gute Beispiele. Und der dritte Baustein ist das sogenannte Soll-Szenario, eine Art Vision, wo es mit dem Südtiroler Tourismus hingehen kann. Die Aufgabe, die wir hatten, war sehr stark, diese Idee des Konzeptes einer Tourismusentwicklung mit Fragen der Raumplanung und Raumordnung zu verknüpfen. Das war der Auftrag. Und ich denke, dass das eines der ganz wenigen, vielleicht sogar das einzige Tourismusentwicklungskonzept ist, dass es in der Dimension auch für so ein tourismusintensives Land wie Südtirol eben gibt, welches versucht, Raumverträglichkeit zu kleiden in die Tourismusentwicklungsstrategien. Ganz kurz zu diesem Soll-Szenario für Südtirols Tourismus. Einige Schlagworte, leider bleibt uns wenig Zeit. Die Frage der Verkehrs- und Mobilitätskultur ist neu zu gewichten. Es geht nicht nur um den Praxer Wildsee, sondern es geht um eine Kultur der Mobilität. Das bedeutet, dass die gesamte Dienstleistungskette, dass die gesamte Wertekette, nicht nur des Tourismus, der Tourismus ist nun mal eingebettet in den Lebensraum Südtirol, hier eine substanzielle Änderung haben, Änderung auch, ja, ich sage mal, entwickeln muss, damit wir hier eine Grundvoraussetzung für eine Nachhaltigkeit des Tourismus schaffen. Raumverträgliche Entwicklung bedeutet Zukunftsfähigkeit durch Nachhaltigkeit, bedeutet eine Gewichtung zwischen den Anliegen der Bevölkerung und der Tourismuswirtschaft, bedeutet, was wir zum Beispiel auch vorschlagen, die Politik vorschlägt, die Ortskerne zu verdichten, die Zweitwohnungsproblematik aufzugreifen, um nur einige Aspekte zu nennen. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist ein kritischer Aspekt, wenn wir die Verbindung von Raumordnung und Tourismusentwicklung diskutieren. Wir brauchen ein neues Verhältnis von Qualität und Ressourcen. Eine ausschließliche Fokussierung auf Qualität bedeutet noch nicht, dass man auch einen nachhaltigen Einsatz der Ressourcen imstande ist, umzusetzen. In diesem Sinne einige Schlagworte in diesem Zusammenhang. Qualitative Entwicklung wird oft ausgespielt gegen quantitative Entwicklung. Unser Vorschlag ist eine nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit bedeutet Reduktion der Geschwindigkeit. In manchen Gebieten sehen wir ein hohes Maß an Geschwindigkeit in der Entwicklung des Tourismus und zweitens auch eine stärkere Fokussierung auf Zertifizierung und auf Regulierung. Und hier hat ja auch IDM einiges zu bieten, beziehungsweise schon eine Strategie gefahren. Hier nur als Beispiel, das hat nur indirekt mit dem LDEC 2030 Plus zu tun. Die jungen Menschen, um die geht es am Ende auch. Und aus der Vielzahl unserer Studien und Tagungen wissen wir, dass es eine hohe Sensibilität für Fragen des Tourismus gibt. Die Menschen mögen den Tourismus, aber die Menschen wollen auch zunehmend mitdiskutieren, mitreden in der Partizipation auf Landesebene genauso wie auf lokaler Ebene. Ein zentraler Punkt unserer Studie war der sogenannte und viel diskutierte Tourism Exposure. Der Tourism Exposure, das ist die sogenannte touristische Exponiertheit, das Ausmaß der touristischen Exponiertheit. Wenn man so will, ein mit sehr intensiv diskutiertes Kernstück, wiewohl wir glauben, dass es um weit mehr geht, wie um die quantitative Darstellung der Tourismusentwicklung. Was bedeutet das? Wir glauben, dass jede Gemeinde in Südtirol ein bestimmtes Ausmaß an touristischer Exponiertheit hat. Die einen mehr, die anderen weniger. Und daraus leitet sich die Frage, die urbanistisch und raumordnerisch relevant ist, ab, ob es eine Unterteilung auch der Gemeinden geben soll. Wir haben uns die touristische Intensität einerseits, also das Verhältnis von Nächtigungen und Einwohnern und die Anzahl der Betten pro Fläche, also
sozusagen dieses Verhältnis von Fläche und Betten angesehen. 4 Variablen, 2 Indikatoren, mit denen man an und für sich sehr gut arbeiten kann. Es gibt jetzt insgesamt hier 8 Indikatoren, die eine Grundlage sein können für jede Gemeinde, egal wie sie eingestuft war oder in Zukunft sein wird. Und hier sehen Sie beispielhaft die Wirtschaftsstruktur, Frage der Beschäftigten, Anteil der Betriebe in verschiedenen Wirtschaftssektoren, also wie divers, wie ist der Grad der Diversifikation der Wirtschaft in diesen Gemeinden. Die Betten pro Widmungszone, ja, Wohnbauzonen, Tourismuszonen, landwirtschaftliches Gebiet, die durchschnittliche Bruttobettenauslastung, die Tourismusintensität, die durchschnittliche Betriebsgröße. Ja, wir sehen, dass in tourismusintensiven Gemeinden eine Tendenz zu größeren Betrieben gegeben ist. Ist auch nicht verwunderlich. Das Verhältnis der Betten von gastgewerblichen und nicht gastgewerblichen Betrieben. Unsere Hypothese war, dass ein ausgewogenes Verhältnis am Ende eine gute Grundlage für eine weitere nachhaltige Entwicklung ist. Und wir sehen, dass Südtirol an der Stelle eigentlich gut dasteht. Ja, es gibt in hochentwickelten Gemeinden, genauso wie in wenig touristisch entwickelten Gemeinden, ein sehr ausgewogenes Verhältnis von gastgewerblichen und nicht gastgewerblichen Betrieben. Wenngleich die Zahl der gastgewerblichen Betriebe immer tendenziell größer ist als die der nicht gastgewerblichen Betriebe. Aber das hat mit der Tourismusart in Südtirol zu tun. Die relative Entwicklungsgeschwindigkeit und last but not least auf Airbnb buchbare Unterkünfte. Diese Studie verwendet zum ersten Mal auf breiterer Ebene Airbnb-relevante Daten. Sie sehen hier ganz grob jetzt in diesem Vergleich von beispielhaft einer Dreiteilung, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, man könnte auch eine andere Einteilung wählen, dass in touristisch stark entwickelten Gemeinden beispielsweise Mietpreise deutlich höher als in anderen Gemeindekategorien sind. Stichwort Lebensraum. Die durchschnittliche Bruttobestenauslastung in touristisch gering entwickelten Gemeinden ist deutlich niedriger als in den touristisch stark entwickelten und den touristisch entwickelten Gemeinden. Auch das ist eine klare Information, mit der man arbeiten kann. Tourismusintensität hat in den touristisch stark entwickelten Gemeinden seit 2014 stärker zugenommen als in den Gemeinden der anderen beiden Kategorien, was wir damit auch sagen wollen, was man sich auch erwarten konnte. Dort, wo viel Tourismus ist, würde es ihn, wenn man ihn nicht ein Stück weit auch über Nachhaltigkeitskonzepte bändigen würde, auch in Zukunft in hoher Geschwindigkeit geben. Und die Anzahl der Unterkünfte, welche über Airbnb buchbar sind, hat in allen Gemeindekategorien deutlich zugenommen. Sie sehen, mit welcher Intensität wir hier rechnen müssen. Achtung, es geht nicht um die Verteufelung neuer digitaler Konzepte. Es geht nur um die Frage, wie wir sozusagen diese Entwicklung ein Stück weit auch steuern. Ein interessanter Teil unserer Studie ist die sogenannte Sensitivitätsampel, ein Angebot an die Gemeinden im Rahmen ihrer Gemeindeentwicklungskonzepte, sich auch stärker mit den Fragen von Seiten der Bevölkerung, der Wahrnehmung des Tourismus von Seiten der Bevölkerung zu beschäftigen. Und damit gebe ich weiter an Hansi Bichler. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und möchte zunächst auch beginnen mit einem großen Dankeschön an den Landesrat, in diesen spannenden Entwicklungen dabei sein zu dürfen. Als IDM war es nicht unter Fokus wie bei der EURAG über Betten, Bettenzuwächse und so weiter zu sprechen. Uns wurde auferlegt, die Strategie zu überdenken, den Tourismus, was brauchen wir in Zukunft, wie können wir uns bewegen, wie können wir uns aufstellen, dass das Tourismusland Südtirol auch in Zukunft erfolgreich ist. Wir haben uns hierbei mit Harry Gatterer zusammengetan, ein weit über die Grenzen Haus bekannter Zukunftsforscher, und man hat insgesamt über 300 Interviews geführt, Partner eingeladen und nicht nur immer die klassischen Partner, die wir sonst hören, mit denen wir sonst sprechen, sondern es waren Tourismuspioniere, es waren aber auch junge bis hin zu Hotelfachschulen, also man hat sich wirklich breit einen Blick gemacht über die Zukunft des Tourismus, wo wollen wir hin, welche Inhalte brauchen wir
um der Herausforderung zu begegnen. Und irgendwie hat sich dann dieses Wort gebildet, Tourismus, zusammengesetzt aus Tourismus, der wirklich eine Schicksalsgemeinschaft auch mit der Bevölkerung von Südtirol ist, also für den gesamten Lebensraum. Südtirol ist ein Tourismusland und hier müssen wir gemeinsam Lösungen finden. Und zum Zweiten eben der Mut. Wir haben festgestellt, Tourismus in Südtirol hat auch immer mit Pionierleistungen zu tun gehabt. Man hat sich etwas getraut und diesen Mut, der fehlt uns jetzt manchmal, Mut zu Entscheidungen, die uns nach vorne bringen. Und deswegen haben wir dieses Tourismus unter diesem Schlagwort gestellt. Wir wollen hier so gemeinsam nach vorne gehen. Ja, gehen wir zu den Inhalten. Also nach wie vor der Markenkern Südtirols, wenn wir einmal weiterdrücken, ist Südtirol nach wie vor zum begehrtesten nachhaltigen Lebensraum Europas zu gestalten. Das zieht sich ja nicht nur über den Tourismus, das zieht sich über alle Kernaufgaben der IDM und wir möchten dieser Vision Folge leisten und arbeiten eigentlich täglich daran. Erwin Hinteregger ist hier, Wolfgang Töchel ist hier, aber auch die ganze Führungsmannschaft der IDM. Und als Essenz dieses Markenkerns haben wir Qualität fürs Leben herausgearbeitet. Eine Richtschnur, an der wir uns richten müssen. Qualität fürs Leben heißt weiterhin Qualität im Produkt, Qualität in der Dienstleistung, Qualität aber auch im Umgang miteinander, Qualität für das Leben jeder Einzelnen, die hier in Südtirol sich befinden, in unserer Natur, in unserem Lebensraum. Deswegen weiterhin ein zentrales Wort, die Qualität, das sich auch aus den vergangenen Strategien weiter fortsetzt. Wir haben dann die Kernwerte herausgearbeitet und bei den Kernwerten kommen wir jetzt konkret zu Inhalten und konkret auch, wie wir dann das Produkt und auch die Zukunft des Tourismus aufstellen möchten. Das ist zum einen das Identitätsbewusstsein, die Naturverbindlichkeit, der Innovationsgeist, der Innovationsmut und auch die gemeinschaftliche Verantwortung, die Gemeinschaftsverantwortlichkeit, die wir hier übernehmen und tragen müssen. Südtirol ist nachhaltig, Südtirol muss noch nachhaltiger werden und das ist die Natur verbunden, weil, wie wir sie hier geschrieben haben, wir haben beste Voraussetzungen hier noch viel besser, viel stärker, viel schlagkräftiger zu werden. Wir arbeiten eigentlich täglich daran. Wir haben mit den ersten Qualitätsstandards begonnen, GSTC, die ersten Tourismusvereine, Tourismusurlaubsregionen, auch Lebensräume haben sich aufgemacht, hier konkret sich täglich zu verbessern. Und wir möchten Weg, dass nur mehr Nächtigungen Ausschlag geben für einen touristischen Erfolg, sondern 2030 soll es auch so weit sein, dass gemessen werden kann, wie viele Betriebe sich zertifizieren haben lassen. Hier arbeiten wir eng mit dem HGV zusammen. Klaus Berger ist auch hier, auf welchem Niveau, wie kann man sich zertifizieren, was ist wichtig. Aber auch die Tourismusregionen, wie können wir uns hier einbringen, dass wir einen nachhaltigen Lebensraum gestalten. Und das haben wir, dieses Projekt haben wir gestartet. Hier sind wir im vollen Marsch und hier werden wir intensiv weitermachen. Das Zweite ist der Innovationsmut und hier stellen wir fest, dass uns in unserer Branche manchmal ein bisschen Innovation schadet, fehlt. Es ist einfach zu wenig vorhanden und hier möchten wir anregen, weiterzugehen, ob das dann in den Prozessen ist, ob das Qualitätsinnovation ist, bis hin zur Produktinnovation. Hier gibt es ja unterschiedliche Ebenen, wo wir ansetzen können und wo wir weiterarbeiten können. Und natürlich weiterhin, wir haben es heute gehört und auch in den Interviews, diese Verantwortung, die wir gegenüber der Gemeinschaft haben. Also Südtirol, der Tourismus ist ein Teil unserer Gesellschaft und wir müssen es hier gemeinsam schaffen, offener als Tourismus auf die Bevölkerung zuzugehen, noch mehr den Dialog zu suchen, gemeinsam an dieser Zukunft zu arbeiten und nicht nur vorneweg zu marschieren. Digitalisierung kann uns hier helfen, aber auch das Verständnis, gemeinsam hier leben zu wollen. Und hier gehört Hotspot-Management dazu, hier gehört aber auch die Guestcard dazu, die wir in einer Ebene für den Gast, aber in der gleichen Ebene dann auch für die Bevölkerung anbieten möchten, wo wir den Lebensraum auch für die Einheimischen zugänglich machen möchten. Also das ist etwas, was wir machen. Und die Innovation, immer Innovationsplattform, wie wir sie hier beschrieben haben, das ist ein neues Projekt von uns, an dem wir arbeiten, der Austausch, die Vernetzung auch innerhalb des Tourismus. Wir möchten eine digitale Zukunftsuniversität schaffen, wo sich junge Leute, wo sich auch
sektorübergreifend man sich weiterbilden kann und wo man sich auch Informationen holt. Wir haben strategische Fokusfelder gesehen, ausarbeitet aus diesen Themen, wenn wir eine Folie weitergehen. Und diese strategischen Fokusfelder, und wir werden immer ein Jahr dazu ausrichten, und heuer wird das Jahr Tourismus und Landwirtschaft sein, also wie können wir noch mehr Produkte einbauen, wie können wir hier konkreter werden, wie können wir den Nutzen für beide Sektoren schaffen. Im nächstes Jahr ganz konkret das Thema Lebensraumgemeinschaft. Wie begegnen wir gewissen Tagen, wo man das Gefühl hat bei der Bevölkerung oder wo es auch so sein wird, dass zu viel Tourismus da ist. Wie kann man hier in Dialog treten, wie kann man hier entgegenwirken. Fokus alpine Gesundheit, hier geht es nicht nur um die Gesundheit, es geht auch darum, gesund zu altern, gesund in den Tag hineinzugehen, und hier bietet Südtirol mit seiner Natur Voraussetzungen und viel, viel mehr Bewegung, die tollsten Voraussetzungen. Fokus alpine Landschaft, dann auch Fokus Bergmobilität. Wir haben sehr viel, Tourismus hat sehr viel mit Mobilität zu tun, also, und auch die Ganzjahresdestination, wo wir auch übergreifend jetzt schon begonnen haben mit der Bewerbung der Nebensaisonen. Also das sind die strategischen Fokusfelder, die wir in den nächsten Jahren angehen werden, aber auch parallel, wie wir uns ins Zentrum unserer Bemühungen gestellt haben. Vielen Dank, Herr Präsident Hansi Pichler, für diesen inhaltlichen Einblick in die Strategie für Südtirols Tourismus. Ich gebe nun nochmal das Wort an Landesrat Arnold Schuler für einen Ausblick zur normativen Umsetzung des Landestourismusentwicklungskonzeptes 2030+. Ja, es ist sehr viel Kraft und Zeit investiert worden, jetzt in der Ausarbeitung des Konzeptes, Bezug auf die wissenschaftlichen Grundlagen. Es sind sehr viele Daten erheben worden, Strategien erarbeitet worden, ein Soll-Szenario. In einer kurzen Zusammenfassung jetzt präsentiert, aber vor allem doch in einer etwas längeren Fassung dann auch im Konzept selber, das jetzt auch in Druckform vorliegt, aber vor allem auch sind noch sehr viel mehr Daten zur Verfügung, die auch den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden für ihre Entwicklungskonzepte. Das Spannende aber ist ja nicht nur das Konzept oder das sind die neuen Strategien, sondern vor allem auch, welches werden die politischen Entscheidungen sein, dies dann auch umzusetzen. Und hier haben wir ja einiges jetzt schon in Bewegung, ich will einiges davon auch beispielhaft nennen. Einmal ist es eben notwendig, wenn wir schon den Bezugspunkt 2019 hernehmen, also die Touristen, die sich hier aufgehalten haben zu einem bestimmten Zeitpunkt und sagen, das als Obergrenze gilt das Jahr 2019 plus die erworbenen Rechte, dann müssen wir mal die Betten neu erheben, und zwar deshalb, weil man bisher ja vor allem die Betten als solche gezählt hat, es aber auch die Möglichkeit gegeben hat, über Zustellbetten, ausziehbare Couch und was auch immer, auch zusätzliche Schlafgelegenheiten zu bieten. Künftig, und das ist eine große Neuerung, ich glaube, das gibt es sonst nirgends, werden alle Schlafgelegenheiten gezählt, damit es dann auch festgelegt werden kann, diese Obergrenze auch pro Betrieb und auch im Verhältnis gestellt werden kann zum Jahr 2019 und in der Folge auch kontrollierbar ist, auch über die Ortstaxe. Dann die Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Bereichen. Wir haben das große Glück, dass wir in Südtirol noch eine ziemlich gleichmäßige Entwicklung hatten zwischen gewerblichen und nicht gewerblichen Betten bzw. Betrieben. Das wollen wir halten, auch weiterhin garantieren, dass diese Ausgewogenheit bleibt. Und dann vor allem die neuen Qualitätsstandards, die notwendig sind und vorgesehen sind. Dazu brauchen wir gesetzliche Anpassungen, die wir jetzt in die Wege geleitet haben, aber auch vor allem weitere Beschlüsse der Landesregierung, um einmal auch die Details hier zu regeln. Ein paar Beispiele, wie gesagt, einmal werden sich die Kriterien zur Einstufung der Betriebe ändern, weil wir ja in Richtung Qualität noch stärker gehen wollen. Das werden die Kriterien der Nachhaltigkeit, das ist neu, eine zentrale Rolle spielen bei der Einstufung der Betriebe, aber auch die regionalen Produkte, die in diesen Betrieben verwendet werden. Zum Zweiten haben wir jetzt zwei Gesetzesartikel ausgearbeitet, die dann demnächst in den Landtag kommen werden. Einmal, dass man grundsätzlich diese Bettenobergrenze dann festschreibt. Und zum Zweiten eben, und das ist ein
heikler Bereich in Bezug eben auf die Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen als von den Privaten, die dann über Plattformen wie Airbnb dann angeboten werden. Unter anderem eben auch, dass man auch hier diese Obergrenze einführt. Das heißt, weil Private, unter Private versteht man ja die klassischen Privatzimmervermietungen oder am Bauernhof, aber auch eben diese Gästezimmer, die über diese Plattformen angeboten werden. Und hier wird auch festgeschrieben, dass diese Obergrenze, Bettenobergrenze auch für diesen Bereich gilt. Das heißt, dass man auch hier das regeln kann. Es geht hier gerade um jene Wohnungen, die im städtischen Bereich und nicht nur angeboten werden über diese Online-Plattformen, dass man hier auch garantiert die Verfügbarkeit von des Wohnraumes für die ansässige Bevölkerung. Das ist etwas, was jetzt eben auch im Zusammenhang mit dem Tourismus und dieser Entwicklung steht. Und hier, und das ist einmalig, denke ich, in Europa, dass man über dieser Form auch diesen Bereich in den Griff kriegen will und steuerbar machen kann. Dann vorgesehen auch ein Konzept zur Arbeit in Bezug auf die Campingplätze. Es ist eine eigene Welt und wir haben dann entschieden, dass wir ein eigenes Landeskonzept machen in Bezug auf die Entwicklung der Campingplätze. Wir haben noch offene Fragen, die diskutiert werden, weil wir gesagt haben, um hier nicht einen Stillstand zu haben in den ersten Jahren, bis diese Kontingente greifen, dass wir vor allem für die kleinen Betriebe hier den Gemeinden auch einen Achtvorschuss fürs Bettenkontingent geben, das allerdings dann innerhalb 10 Jahre auszugleichen ist. Denn das Ziel ist, habe ich gesagt, dass wir auf dem Stand von 2019 bleiben. Und eben auch noch Details, die zu regeln sind, in Bezug auf die Ausnahmen in den historischen Ortskernen, um eben auch dort, wie Professor Pechleiner schon gesagt hat, noch die Möglichkeit zu geben, damit man auch diese Ortskerne belebt und auch denkmalgeschützte Gebäude, die dort stehen, auch nutzen kann. Aber vor allem auch in Bezug auf den Urlaub im Bauernhof, der ja zum Teil ausgenommen werden soll, aus strategischen Überlegungen, weil es das Überleben der Bauernhöfe essentiell ist, nicht nur für die Landwirtschaft selbst, sondern auch für die Südtiroler und Südtiroler und vor allem für uns als Tourismusland, weil die gepflegte Kultur- und Naturlandschaft haben wir nicht nur der Natur selbst zu verdanken, sondern auch den Bäuerinnen und Bauern. Also dieses Landestourismusentwicklungskonzept 2030 ist jetzt der Ausgangspunkt. Wir haben jetzt verschiedene Maßnahmen vor, wie gesagt, Gesetzesartikel, die anzupassen sind, die diesen Bereich dann regeln werden, verschiedene Beschlüsse, die noch ausständig sind und es laufen auch noch Diskussionen mit Vertretern der Gemeinden und hier aber wichtig noch festzuhalten, an den Grundsätzen des Konzeptes wird sich nichts mehr ändern, auch wenn wir in der Umsetzung noch einige Dinge klären werden. Dankeschön. Vielen Dank an alle für den Einblick in das Landestourismusentwicklungskonzept 2030+. Proseguiamo ora con la parte della conferenza stampa in lingua italiana e la parola torna subito all'assessore Arnold Schuller. Il turismo è stato un fattore importante per la grande crescita economica del nostro paese. Contiamo circa 10.700 aziende nel settore turistico, gran parte imprese familiari, con più di 40.000 dipendenti. Però si sono anche fatti sentire, anche sempre di più, i fatti negativi del successo. E dunque è giunto il momento di definire con coraggio e fiducia lo sviluppo futuro di questo settore attuando nuove strategie. Assieme ai nostri partner che oggi sono rappresentati dal professor Pechleiner, il presidente dell'IDM Hansi Pichler, abbiamo elaborato una base scientifica per uno sviluppo sostenibile del turismo dell'Alto Adige. Il programma provinciale per lo sviluppo del turismo è una base scientifica per una futura evoluzione e un impatto territoriale sostenibile. Fornisce soprattutto per i comuni un punto di partenza utile per l'elaborazione dei loro piani
per lo sviluppo. E fino adesso purtroppo la discussione si è nell'ultimo tempo basata solo o quasi solo sullo stop dei nuovi posti letto. Ma oggi vogliamo cogliere l'occasione per presentare il piano e per parlare della futura attuazione. Parliamo dei principi del piano. Ci sono ancora diversi punti da chiarire, ma le prime misure sono definite ed è un buon punto di partenza. Prossimamente sono in programma diversi incontri anche a livello comunale per informare la popolazione e chiarire dubbi e incertezze. Grazie Assessore. Passo la parola alla professoressa Scuttari che ci parlerà del contenuto del programma provinciale. Molte grazie, in nome anche del team di EURAC saluto cordialmente e sono qui a presentare appunto in lingua italiana la base scientifica del programma provinciale per lo sviluppo turistico. Come vedete abbiamo scelto di nominare questo programma ambizioni, denominare ambizioni di sviluppo territoriale per l'Alto Adige verso una nuova cultura del turismo, a segnalare che sarà un cambiamento di paradigma a caratterizzare il futuro del turismo altoatesino. In particolare ci possono essere diverse modalità per immaginare uno sviluppo turistico a seconda del punto in cui un comune o una località o una destinazione si trova, ma la regola generale che noi abbiamo applicato è che nessun turismo debba essere sviluppato contro la volontà della popolazione locale. Diverse sono state le fonti che abbiamo utilizzato come base per il programma provinciale, in particolare vorrei citarne tre, il cosiddetto CTS 2030, quindi il piano di sviluppo che era stato sviluppato da EURAC insieme a Camera di Commercio qualche anno fa, anche i vari rapporti annuali dell'Osservatorio per lo sviluppo sostenibile del turismo, un osservatorio che fa parte della rete dell'Organizzazione Mondiale del Turismo insieme ad altri 30 osservatori in tutto il mondo e un ulteriore lavoro recentemente presentato su 4 scenari possibili per lo sviluppo turistico, per lo sviluppo futuro dell'Alto Adige. Sulla base di questi 3 documenti e sulla base dell'utilizzo di una ampia base di dati abbiamo sviluppato il documento che oggi viene presentato. All'interno di questo documento, che prevedeva un particolare focus sullo sviluppo territoriale compatibile, quindi su uno sviluppo territoriale sostenibile, sapendo che il suolo è una delle risorse più scarse che abbiamo in Alto Adige, abbiamo utilizzato 3 step principali. Il primo step è una sorta di sguardo verso l'interno, quindi abbiamo raccolto dati, fatti e informazioni che volevano descrivere lo status quo del turismo altoatesino. Ovviamente abbiamo anche analizzato lo sviluppo a livello temporale, quindi abbiamo preso in considerazione una lunga serie storica di dati. Il secondo step era uno sguardo verso l'esterno, attraverso il quale abbiamo comparato il nostro piano di sviluppo con altri piani in altre regioni che potevano essere un buon benchmark per noi. E infine abbiamo guardato al futuro attraverso uno scenario normativo che voleva andare a definire quali fossero le future linee di sviluppo. Lo scenario target normativo è stato sviluppato attorno a diversi temi chiave che vedete qui elencati all'interno della slide, in particolare una nuova cultura della mobilità sostenibile che non guarda soltanto alla gestione di hotspot specifici come magari potrebbe essere il lago di Braies ma anche altri, ma vuole proprio puntare ad una nuova integrazione di mobilità e turismo in ottica sostenibile anche attraverso strumenti di digitalizzazione. Il secondo punto è uno sviluppo territoriale compatibile che va a analizzare le diverse capacità di carico di tutti i servizi e le offerte turistiche cercando di coordinarle tra loro e di fare sì che non superino le capacità massime gestibili. Una gestione più sostenibile delle risorse e a questo proposito vogliamo fare riferimento ad un nuovo rapporto tra il concetto di qualità
e di consumo di risorse, perché sappiamo che molto spesso il lusso può anche significare in alcuni casi un maggiore utilizzo di risorse pro capite. Ovviamente questo rapporto dovrebbe essere ripensato per puntare verso la sostenibilità. Anche il tema della velocità e della velocità di sviluppo è stato oggetto delle analisi che abbiamo svolto. In particolare crediamo che una forte velocità di sviluppo possa essere rischiosa, in quanto potrebbe creare degli impatti non reversibili. Per quanto riguarda l'ospitalità e l'orientamento al turismo, siamo consapevoli che questo sia un elemento chiave dell'offerta turistica altoatesina e che debba essere mantenuto nel futuro, che sarà chiaramente necessario mantenere il focus sul paesaggio naturale, che è un punto fondamentale dell'offerta, ma potrà essere ulteriormente sviluppato l'aspetto culturale, particolarmente facendo leva sulle città e sul loro potenziale turistico. Per quanto riguarda il focus sullo sviluppo qualitativo e quantitativo, riteniamo che sia la quantità che la qualità debba essere messa in relazione alla sostenibilità. Abbiamo anche preso in considerazione il punto di vista delle nuove generazioni, che mantengono un interesse molto alto per quello che riguarda il turismo e anche una sensibilità molto alta per i temi turistici, e che credono, come vedete nelle due immagini qui proiettate, che sia necessario attivarsi e partecipare attivamente alla creazione del futuro del turismo in provincia. Quindi un'alta partecipazione delle nuove generazioni è un elemento cruciale per il futuro. Per quello che riguarda invece la base di dati e la parte quantitativa dello studio, abbiamo utilizzato un indicatore che si chiama exposure, tourism exposure, quindi indice di esposizione al turismo, che viene costruito sulla base di 4 variabili e 2 indicatori. Le 4 variabili sono la popolazione, cioè gli abitanti, il numero di turisti pernottanti, quindi le notti trascorse, la superficie di un comune o di un'area e il numero di posti letto. Quindi queste 4 sono le grandezze che abbiamo preso in considerazione. Abbiamo costruito 2 indicatori, che sono l'intensità turistica data dal rapporto tra pernottamenti e popolazione, e la densità ricettiva data dal rapporto tra posti letto e superficie disponibile. Sulla base della media di questi 2 indicatori viene costruito l'indice di esposizione al turismo, il quale a sua volta può fungere da elemento di classificazione dei comuni, in quanto crediamo che una regola di gestione non possa essere applicata in maniera indiscriminata su tutti i comuni, ma che sia necessaria una specifica personalizzazione o differenziazione tra comuni più sviluppati turisticamente e meno sviluppati turisticamente. Qui vedete poi gli indicatori che abbiamo utilizzato per descrivere in maniera del tutto esemplare diverse tipologie di comuni, cioè quelli con maggiore esposizione al turismo, quelli con minore esposizione al turismo. Abbiamo utilizzato in questo caso, per esempio, una divisione in 3 parti, quindi quelli a maggiore, una tripartizione, quelli a maggiore turismo, a turismo medio e a turismo minore. Abbiamo utilizzato 8 indicatori per definire le caratteristiche di questi comuni, in particolare la struttura economica, quindi la tipologia di aziende per settore, i posti letto per zona urbanistica, volendo valutare se a seconda delle intensità del turismo c'è una diversa distribuzione tra zone residenziali e zone in verde agricolo, il tasso medio di occupazione dei posti letto, constatando in questo caso che i comuni ad alta intensità turistica hanno una ulteriore superiore occupazione dei posti letto, l'intensità turistica che abbiamo già citato prima, la dimensione media delle imprese turistiche, vedendo che appunto in tutti i comuni il rapporto tra la quantità, la dimensione media delle imprese turistiche è abbastanza relativamente costante, e il rapporto tra imprese turistiche del settore alberghiero ed extraalberghiero è anche abbastanza regolata, abbastanza ponderata. Abbiamo anche analizzato il tasso relativo di sviluppo guardando le nuove costruzioni e le espansioni di strutture ricettive esistenti e gli alloggi prenotabili su Airbnb. Questo studio è il primo studio che utilizza i dati di Airbnb come elemento cruciale per la valutazione del futuro del turismo. Ora vedete alcune grafiche che commenterò molto brevemente per mostrare come, a titolo di esempio, si potrebbe procedere nell'analisi dei dati a livello più dettagliato rispetto a quello provinciale. Qui vedete per esempio il prezzo degli affitti
per comune maggiormente turistico e mediamente turistico e minormente turistico, e si vede che nei comuni turisticamente molto sviluppati i prezzi degli affitti sono più alti che negli altri. Questo ovviamente è un indicatore indiretto della qualità della vita della popolazione. Successivamente si può notare quello che citavo prima, cioè il tasso di occupazione dei posti letto, che risulta essere molto più alto nei comuni ad alta intensità turistica rispetto agli altri. Vuol dire che la capacità è più sfruttata nei comuni ad alta intensità, mentre c'è del potenziale inutilizzato in maniera maggiore all'interno dei comuni a bassa intensità turistica. Per quello che riguarda l'indicatore successivo, cioè i pernottamenti in relazione al numero di abitanti, vediamo che la slide precedente a questa illustra una velocità più alta dello sviluppo dei pernottamenti rispetto agli abitanti in relazione agli altri. Da ultimo vorrei citare la distribuzione dell'offerta su Airbnb, che è questa slide ora proiettata, che mostra come nei comuni ad alta e a media intensità turistica lo sviluppo sia stato davvero impressionante. Ciò non vuol dire che sono stati costruiti nuovi alloggi su Airbnb, ma probabilmente anche che molte imprese hanno scelto di promuoversi attraverso questa piattaforma. Quindi questa è una prima carrellata di indicatori. Ovviamente questi indicatori possono poi essere analizzati a livello di comune, a livello più dettagliato, e dobbiamo rimandare ulteriori analisi per dimostrare i dettagli. Per chiudere questa breve presentazione vorrei citare anche l'indicatore di sensibilità per lo sviluppo del turismo che abbiamo sviluppato tenendo conto di quanto dicevo all'inizio, cioè che non può esistere un turismo che non tenga conto e non rispetti la sensibilità della popolazione. E quindi in questo caso abbiamo sviluppato un questionario che viene a tener conto di tutti gli elementi della qualità della vita della popolazione che devono essere monitorati per garantire che il turismo sia sostenibile. Quindi questa è un'offerta ai comuni turistici di potersi valutare, di poter valutare quanto la popolazione possa supportare l'industria turistica. Ringrazio e resto a disposizione. Grazie professoressa Scuttari. La parola infine al presidente dell'IDEM. L'IDEM ha elaborato una strategia per il futuro del turismo in Alto Adige. Hansi Pichler ora ce ne parlerà. Grazie per l'invito, grazie anche Assessore per essere parte di questo grande progetto. Il nostro compito non era, come dell'OIRAC, di parlare di letti, posti letti. Noi abbiamo dovuto formulare la strategia, come andiamo anche in futuro col turismo altoatesino, per quello questo era il nostro compito principale. E lì abbiamo preso questa parola chiave, si può anche dire, Tourismut, composto da turismo, e proprio Mut, la parola tedesca per il coraggio, e proprio la storia del turismo altoatesino è anche sempre legato anche di andare avanti, di trovare soluzioni, di lavorare sul territorio. E qui qualche volta adesso abbiamo visto che ci manca anche questo coraggio di prendere anche decisioni qualche volta un po' anche difficile o nel primo momento non così facile a andare avanti. Per quello abbiamo trovato questo Tourismut come parola chiave per questo progetto. Abbiamo sempre la nostra visione come IDM, come Alto Adige, come Südtirol. L'Alto Adige è l'habitat sostenibile più ambito d'Europa, e quello non abbiamo solo per il turismo, abbiamo per tutti i nostri settori, e su quello lavoriamo ogni giorno. Abbiamo qua il direttore generale Erwin Hinterecker, Wolfgang Töchterle, direttore del marketing, ma anche tutto il team della IDM ogni giorno lavora sulla sostenibilità, proprio su questo futuro dell'Alto Adige. Lì abbiamo anche visto come parola chiave da noi è la qualità di vita, sottolineare questa qualità di vita che abbiamo qua in Alto Adige e che vogliamo anche rafforzare. Quale competenze o quale strategie ci servono nel futuro? E lì abbiamo diversi punti che abbiamo visto in questa discussione. Abbiamo parlato con più di 300 persone insieme con la Zukunftsinstitut di Harry Gatterer, che è conosciuto anche in tutta l'Europa, che abbiamo fatto questi pensieri insieme.
Un punto chiave è sicuramente la consapevolezza della propria identità, poi la natura che abbiamo centrale, l'innovazione e di stare sempre attento alla comunità. Noi siamo proprio il turismo e l'Alto Adige, tutta la popolazione, dobbiamo anche, è proprio una comunità che anche nel futuro deve essere forte e intensa. Abbiamo fatto già tanto anche in vari settori, guardiamo qua il GSTC, questo è il standard che abbiamo adesso messo per la sostenibilità e abbiamo già i primi luoghi turistici che hanno cominciato con la certificazione, ma anche, vedo qua Klaus Berger, vice direttore del HGV, lavoriamo insieme ai nostri alberghi, ai nostri imprenditori che fino a 2030 portiamo anche avanti tanti alberghi, tanti imprenditori di fare queste certificazioni per la sostenibilità e questo vogliamo dare proprio un grande forza in questa direzione. E dalla comunità voglio sottolineare anche il progetto Guest Card. Il progetto Guest Card è anche un progetto che non è solo per i turisti ma anche poi per tutta la popolazione dell'Alto Adige viene emessa e questo proprio di sottolineare questo insieme nel nostro territorio. Dove ci manca tanto il turismo e lì vogliamo essere proprio una mano, dare sia ai produttori, diciamo gli uffici turistici ma anche gli alberghi ma anche soprattutto per tutte le nostre imprese che ci manca un po' l'innovazione su tutte le aree. Poi abbiamo definito le aree strategiche, andiamo avanti, in questo anno soprattutto l'area turismo e agricoltura, dobbiamo rinforzare questa collaborazione, poi abbiamo l'area comunità locale per l'anno prossimo e l'area salute alpina che è anche una delle nostre strategie e anche dove abbiamo già cominciato il paesaggio alpino, la mobilità, dove abbiamo oggi sentito anche le prime domande come facciamo la mobilità domani, abbiamo anche il nostro marketplace, la gestione dei flussi, tutto questo rapporto che abbiamo in questa strategia dentro e poi la destinazione per tutto l'anno e lì abbiamo già cominciato a fare il marketing soprattutto o solo nelle aree non così turistici, nelle dette così stagioni non così intensi. Per quello abbiamo già tanto in corso e ringrazio di nuovo l'assessore anche per la buona collaborazione e speriamo di mettere per il futuro un passo insieme. Grazie Hansi Pichler. Infine passo un'altra volta la parola all'assessore Arnold Schuler che ci darà una prospettiva sull'attuazione di questa base scientifica. Come è stato detto, abbiamo a disposizione adesso la base scientifica, sono stati messi a disposizione tanti dati e abbiamo elaborato tutti insieme una strategia. Ma adesso servono diverse misure e adattamenti legislativi, vuol dire che dobbiamo prendere delle decisioni a livello politico. E faccio qualche esempio per quello che riguarda la classificazione della struttura per le quali stiamo già elaborando i criteri che tengono conto della sostenibilità dei prodotti regionali, perché come abbiamo detto, vogliamo puntare sempre di più anche sulla qualità. Ma poi per l'attuazione del tetto massimo dei posti letti presenteremo due proposte di articoli nella legge provinciale territorio e paesaggio. Il primo riguarda il tetto massimo dei posti letto come principio e un secondo articolo invece riguarda l'attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie, perché anche questi vengono sottoposti al tetto massimo. È un punto importante soprattutto per le città ma non solo, anche per salvaguardare le abitazioni per la popolazione locale.
Poi abbiamo altri punti ancora da chiarire. Faccio qualche esempio. Quanti posti verranno messi a disposizione ai comuni inizialmente come punto di partenza, soprattutto per le aziende piccole, ma questi poi dovranno essere bilanciati nei prossimi 10 anni per salvaguardare il principio che perché il riferimento è e rimane sempre l'anno 2019. E poi anche la soglia per le categorie che non vengono sottoposte al tetto massimo, i centri storici, anche lì dobbiamo definire ancora i criteri, ma anche per quello che riguarda l'agriturismo. Il programma provinciale per lo sviluppo del turismo è un punto di partenza. Come detto, dobbiamo prendere ulteriori decisioni adesso, ma anche i comuni hanno adesso la base per elaborare i loro concetti. Grazie. Grazie mille, Assessore. Bevor wir zu den Fragen der Journalisten übergehen, möchte ich erinnern, dass das LTEC in gedruckter Form aufliegt, aber auch online auf der Seite des Landes aufrufbar ist. Il piano è stato stampato, però si può anche trovare online sul sito della provincia. Passiamo ora alle domande dei giornalisti. Wir gehen nun zu den Fragen der Journalisten und Journalistinnen über. Potrebbe spiegarci un po' meglio il tetto massimo nelle case in affitto? Cosa avete intenzione di fare? Vuol dire quei privati che lì è, come ho detto, che vogliamo fissare questo tetto massimo di posti letti, ma quello vale poi per tutti, sia per le strutture, le aziende ricettive, ma anche per il livello privato. Vuol dire che quando non sono più disponibili i posti letti, allora anche a livello privato non si può più offrire offrire dei posti letto. Questo anche perché, come detto, per salvaguardare anche le appartamenti per la popolazione locale. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, verabschiede ich mich und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.